Das ist der schönste Name der Welt. Erikas. Und ihr hier drüben gehört zu mir. Ja. Ihr seid die Tenorianer. Seid ihr bereit? Wir wollen jetzt mal sehen, wer lauter sein kann. Seid ihr bereit, Berlin? Okay, wir fangen mit den Erikas an. Und jetzt aus voller Brust. Sehr gut. Was sagst du, Erik? Wie war deine Seite? Ganz hervorragend. Mit Herz, mit Gefühl. Das kann deine Seite überhaupt nicht toppen. Also ich glaub's nicht. Deine Seite mag schön sein, aber du hast das Feuer in meiner Seite entfacht. Echt? Ja, guck sie dir an. Sie lodern. Seid ihr bereit? Ich bin gespannt. Mit dem Feuer aus eurem Herzen. Leute, da kam noch kein Applaus mehr. Okay. Kein Feuer in eurem Herzen. Kein Problem. Und ganz fantastisch war das. Und wisst ihr was, wir haben jemanden auf der Bühne, der definitiv, auch wenn ich immer recht haben möchte, schlauer ist als ich. Und das vom Studium und von seinem Ausbildungsgrad her schon. Und das ist unser Lehrkörper Erik. Das ist übrigens die einzige Situation, in der ich dir nicht widersprechen kann. Wir nennen ihn auch kurz, statt den Lehrkörper nennen wir ihn auch kurz den Körper. Zu Recht. Wobei dir der Jean schon ganz schön den Rang abläuft, ne? Na gut, aber der hat ja auch die Kuchen. Aber was würde denn jetzt ein Lehrkörper, der auf Gerechtigkeit und Respekt, pädagogische Wertigkeit fehlt doch. Ja. Würde der denn jetzt sagen in so einem Wettkampf? Dass es keinen Wettkampf gibt. Das ist der Gag. Es gibt halt keinen Wettkampf. Wir sind alle eins. Ja. Das will ich auch sagen. Das will ich auch sagen, aber das heißt man nicht. Wir sind alle wir eins. Wir sind alle wir eins. Um dieses Zitat richtig ja. zu sprechen. Könnte man so sagen. Also es gibt nur gemeinsame Gewinner, keine Einzelnen. Und auch wenn wir vielleicht in einer Gesellschaft leben, die sich immer weiter zerklüftet, und auch wenn wir hier in Berlin in einer Gesellschaft leben, wo wir vielleicht den Nachbarn nicht kennen, es ist immer wieder schön zu merken, wenn einer an der Tür klingelt und man geht ran und man denkt, es ist der DHL-Mann, aber in der Tat ist der schon wieder nichts bringt. Und es ist, oder woanders abgegeben hat, oder man hat keinen Zettel in der Dings. Nein, es ist eine Nachbarin, die sagt, wir möchten gerne, dass wir uns alle kennenlernen können im Kiez. Lass uns doch gemeinsam grillen, auch wenn ich vegetarisch bin inzwischen. Aber lass uns doch, ne, Gemüse grillen. Was hat das mit dem Song zu tun? Gar nichts! Nichts! Es ging um Gemeinsamkeit! Ja, ja. Also ich wollte auf. Ich wollte dazu sagen, meine Hände faulen gleich ab, wenn ich noch weiterspielen muss. Das war's gleich. Vielleicht können wir auch mal. Aber du wirst dafür bezahlen, was ist los? Entschuldigung. Außerdem spielst du das mit so viel Passion! Ja. So. Nur gemeinsam geht's. Einzeln ist das alles viel zu langweilig. Und deswegen machen wir das alles nochmal zusammen. Seid ihr dabei, Berlin? Die Stadt, die eins geteilt, jetzt gemeinsam Oho singt. Das probieren wir.